Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder einen riesigen Adventskalender für euch und zwar ist es der Niceria Vegan Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 59,90 Euro, soll einen Warenwert von ungefähr 100 Euro beinhalten. Und nicht nur ich habe ihn mir bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihr vorbei. Und ja, er ist riesig und ich glaube, wir können mal gucken, was sich hier drin verbirgt, denn ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass vegan auch ziemlich abgefahren sein kann. Das Ganze startet mit Barnhaus, das Knuspermüsli aus Bayern in Crunchy, sehr interessant, Christmas auf Haferbasis, das ist auch bis 30.28.25 haltbar. Hier sind 375 Gramm drin enthalten. Das ist richtig cool. Ich weiß zwar nicht, womit das genau sein soll und ob wir da auch irgendwie sowas wie Zimt oder sowas drin haben, aber es ist mit Vollkorn, es ist mit, es ist mit Zimt, mit Apfel, mit Orange. Ganz interessant. Also sowas finde ich schön, in einem Adventskalender zu finden. Und hier erwarte ich mir auch so ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel in einem von Degusterbox oder von Brand News, weil der auch ein bisschen teurer ist. Am 2. Dezember haben wir was drin enthalten. Die haben wir jetzt öfters mal mit dabei, ne? Das sind so Tea Balls. Ingwer, Kurkuma, Orange. Das können wir aktuell einfach sehr gut hier gebrauchen. Und ja, genau. Da sind halt so Balls drin. Also das kannst du halt sowohl kalt als auch warm trinken. Und das reicht für 30 bis 75 Tassen. Das ist richtig, richtig krass. Finde ich cool. Kann man auf jeden Fall verwenden. Wärmt schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier ist ein Riegel drin. Da dürften wir eigentlich nicht allzu viele von drin enthalten haben, auch wenn ich die sehr, sehr lecker finde, weil ich finde, wir können hier auch gerne große Sachen drin finden, oder? Ja, die Schockbar von Vegans Creamy Caramel ist es einmal mit 35% weniger Zucker. Das finde ich schön. 50 Gramm sind hier drin enthalten und sowas ist für mich immer ganz praktisch, zwischen den Drehgeschichten einfach mal so einen kleinen Snack zu geben für Energie und so. Das ist cool. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, guck mal, wir finden hier auch nicht nur Food, sondern auch ein bisschen Pflege drin. Und zwar von Oh Yes, Loving Nature. Hallo, ich bin Smooth Repair Lip Treatment bei rissigen und trockenen Lippen. Das ist natürlich richtig nice, ne? Also sowas kann man wirklich gut gebrauchen. Im Winter haben wir alle auch eine entsprechende Winterhaut. Alles ist trockener, alles ist pflegebedürftiger. Da kommt so eine Lippenpflege wirklich gut und sehr unerwartet in diesem Adventskalender, finde ich. Und genauso unerwartet geht es auch am 5. Dezember weiter. Das ist aus Glas von Primavera, ein Glücksstern, ein Raumspray, das erheiternd wirken soll. Hier sind 50 Milliliter drin enthalten und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit zitrischem Duft, genau, Orange und Myrte. Ganz interessant, ne? Ja, wer es mag. Ich bin jetzt nicht so die Raumspray-Lady, ich mag lieber Duftkerzen oder so, aber es kann auch mal, so wenn Besuch kommt oder so, vielleicht auch einen gewissen Vibe versprühen oder so. Mal gucken. Oh, das ist schade. Oh, am 6. Dezember zu Nikolaus sollte es was Besonderes sein. Und hier haben wir den Angry Gorilla Bio-Zart-Bitterschokolade drin enthalten mit 100 Gramm. Aber meiner ist leider kaputt. Auch wenn das gut gesichert war, ne? Aber dem geht es nicht mehr so gut. Naja, letztendlich, der wird ja gegessen, ne? Aber das ist schade. Ach Mensch, sieht auf jeden Fall cool aus. Am 7. Dezember habe ich was von Sonnentor hier drin enthalten. Zimtflöckchen, Zuckerröckchen. Okay, eine Bio-Gewürzzubereitung mit Rohrohrzucker, Cassia-Zimt, Zimt, Kardamom, Zitronenschalen, Nelken und Tonkabohnen. Aha, okay, also ich weiß nicht. Mousse und Cremes, Pancakes und süßen Strudeln. Okay, dazu passt es dann. Aha, interessant. Passt auf jeden Fall zum Weihnachtsthema. Und das ist eine richtig süße Verpackung. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft und das ist was sehr Abgefahrenes. Das ist PWR Snack. Wacky Boiled Peanuts. Spicy gekochte Erdnüsse. Scharf. Ach krass. 220 Gramm sind hier drin. Keine Ahnung, wie man sowas isst, Leute. Ist das eine Soße? Weiß ich wirklich nicht. Hier sind auf jeden Fall, also man fühlt es richtig, ne? Erdnüsse, Paprika, Zwiebel, Sojabohnen, Reis, dies, das, Ananas. Snack, Topping, Meal. Cold or hot, but never not. Aha, das muss ich mal probieren. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über Amarena-Kirschen freuen. Entsteint und gezuckert von Casa Zarella. 245 Gramm sind hier drin und das finde ich richtig cool. Das kann man zum Beispiel nehmen, wenn man so Waffeln backt oder so und die dann halt heiß machen und dann da drüber geben. Oh, richtig cool.
In der Nummer 10 darf es mit einer cremigen Süßkartoffelsuppe mit Kokos und Ingwer weitergehen von Wünsch dir mal. Süß. Ja, auch das ist einfach mal so eine Mahlzeit für zwischen, also ne, als anstelle von zum Beispiel, ne, dass man halt einfach ein schnelles Mittagessen oder Abendbrot hat oder so. Das finde ich echt irgendwie crazy, abgefahren und cool. Zuerst im Schnapszahl, der Nummer 11, gibt es etwas von Belou und zwar Kaugummis Funky Cola Flavor. Das ist cool, ne? 24 Gramm. Ja, einfach mal Kaugummis. Ich kann aktuell tatsächlich Kaugummis ganz gut vertragen, weil ich viel Druck auf den Ohren habe wegen der Erkältung. Und da hilft sowas dann einfach immer ein bisschen zum Druckausgleich. Am 12. Dezember haben wir eine Limo, die in einer super fancy Verpackung daherkommt. Now by Lamsbräu Passion Crush Bio Limo. Fan Edition 2024. Aha. Jo, das sieht sehr fruchtig und sehr lecker aus. 330 Milliliter sind hier drin. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, würde ich mal so sagen. Und ab und an mal ein Getränk in solchen Adventskalendern finde ich immer richtig cool. Halbzeit, weil wir haben 26 Kläppchen. Hier habe ich den 13. Dezember und hier sind Yuti Lip Pad Masks drin. Einmal Luxurious Lips und Intensive Kiss. Das sind diese hier. Ich kann die jetzt aktuell ganz gut gebrauchen, ansonsten kann ich Lippenmasken nicht so viel abgewinnen. Zum einen, weil man dann ja auch quasi nicht reden kann. Und zum anderen finde ich, dass ich einfach, wenn ich eine vernünftige Lippenpflege verwende, keine Lippenmaske brauche. Aber jetzt gerade so ist es, glaube ich, ganz cool. Oh, der 14. Dezember enthält einen Ingwer-Shot, den werde ich mir morgen früh mal trinken, von Kloster Kitchen. Ein Shot mit 30 Milliliter ist hier drin. Die sind relativ scharf, weil du hast ja auch richtig Ingwer-Stückchen drin enthalten, aber die ballern schon ordentlich, ne? Danach hast du immer richtig heiße Ohren und ist halt eigentlich auch echt gesund. Okay, am 15. Dezember habe ich von Lily Do What Babies Really Cry For mit also 15 Stück Feuchttücher drin. Finde ich cool und ich denke auch, selbst wenn man kein Kind hat, kann man Feuchttücher gebrauchen, halt um einfach mal, keine Ahnung, irgendwas sauber zu machen, halt, ne? Aber das ist schon ziemlich crazy, das hier mit reinzupacken, bin ich vollkommen ehrlich. Wir können es gebrauchen. Julius wird sich freuen. Auch am 16. Dezember haben wir was mit dabei, was ordentlich durchheizt. Und zwar von Charmel Meerrettich Super Root. Meerrettich Mousse. Würzig und locker 135 Gramm sind hier drin. Sowas kann man auch super gut essen zu Fisch und so weiter, ne? Aber das ist ja eigentlich ein veganer Adventskalender. Es gibt ja auch veganen Lachs, ne? Ja. Eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember mit einem weiteren Riegel. Kakao-Nips Bio-Riegel von Nature Love. Aus natürlichen Zutaten und 30 Gramm sind hier drin enthalten. Wie gesagt, einfach mal so eine kleine Sache zwischendurch, für mich ganz praktisch. Am 18. Dezember haben wir Kokosmilch hier drin enthalten. Damit kann man gut kochen wohl. Und hier sind 200 Milliliter drin. Genau, ja, auf jeden Fall eine schöne vegane Alternative zu normaler Milch oder so. Wenn man sich zum Beispiel auch Milchreis oder so machen möchte, kommt das ganz gut. Am 19. Dezember haben wir was richtig Großes drin, Bissfest. Rigatoni haben wir hier drin enthalten und das ist richtig toll. 500 Gramm aus Bio-Hartweizengrieß haben wir hier, ne? Kann man immer gut gebrauchen, ne? Das ein bisschen mit Pesto oder mit einer Soße zusammen, das ist doch ganz schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich am 20. Dezember von Gefro die Sauce Bolognese drin enthalten. Vegan mit Soja ist das Ganze. Da hatten wir auch in einem anderen Adventskalender schon eins drin. Jetzt habe ich zwei. Da kann man auf jeden Fall für die ganze Familie mal ein bisschen Nudeln kochen. Am 21. Dezember habe ich hier was drin enthalten von Daver. Das ist Baked Oats Tassenkuchen Apfelstrudel. Das ist ja crazy mit der Süße aus Datteln. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich sehr ansprechend. Vielleicht morgen einfach mal direkt, ne? Sieht nicht so super kuchenleckermäßig aus, sondern eher wie so ein Porridge. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Wir sollten 2 Tage vor Heiligabend definitiv nochmal duschen, vielleicht auch Haare waschen. Da habe ich hier ein festes Shampoo von Savon du Midi mit Bio-Hanföl, Aloe Magnolie, frischer blumiger Duft. Das ist einmal dieses hier. Ich persönlich mag leider nicht ganz so gerne feste Haarprodukte, einfach weil meine Haare dadurch zu sehr austrocknen. Aber es ist sinnvoll, das so mit reinzupacken. Da sind 85 Gramm drin, da kommst du echt lange mit hin.
Auch das Produkt am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend von Rabenhorst, finde ich richtig toll. Antioxidantien, Bio-Direktsaft mit Vitamin C zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Hier sind 125 Milliliter drin enthalten. Sowas wurde mir ja auch viel empfohlen, als ich gestillt habe oder als ich schwanger war, ne? So zur Blutbildung. Genau, ja, kann man auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Schön. Oh mein Gott, das feiere ich gerade sehr. Am 24. Dezember, Heiligabend, habe ich von Seeberger gebrannte Mandeln hier drin. 150 Gramm. Ich wusste nicht, dass die sowas haben. Ich muss da mehr von haben. Ich muss da mehr von haben. Ich liebe gebrannte Mandeln. Cool. Schön. Ganz toller 24. Dezember. Und wir haben noch zwei Kläppchen. Da hätten wir einmal den 25. Dezember auch wieder mit zwei Sachen von Juti. Geht das nicht so gut oder warum haben wir das ständig in solchen Adventskalendern mit Food drin? Gar keine Ahnung. Einmal ist es eine Tuchmaske, da sind Ceramide, Hyaluron, Retinol und Niacinamide drin. Die habe ich damals nicht so gut vertragen, eben wahrscheinlich wegen der Kombination von Niacinamiden und Hyaluron, Niacinamiden und Retinol, genau. Das ist einfach für meine Haut ein bisschen zu viel Wirkstoff. Kapitels gegeben gewesen. Und dann habe ich hier noch eine, die finde ich aber sehr schön, mit tropischem Blumenmuster, Hyaluron, Vitamin B12 und pflanzliche Stammzellen. Das ist halt mehr so eine reparierende Maske, ne? Und dann hast du auch noch so dieses Blumenmuster im Gesicht. Das ist mehr was für mich. Cool, und auch am 26. Dezember haben wir dann noch ein bisschen Beauty drin. Und zwar von New Key, eine Handcreme mit Ceramiden, Squalan, und so, das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. 50 Milliliter. So ein Produkt darf auch gerne in einem Adventskalender drin enthalten sein, eben weil wir durch die trockene Winterhaut auch einfach eher so bedürftig in der Hinsicht sind, ne? Und das war jetzt einmal der Adventskalender. Wenn ich mir auch angucke, was hier auf meinem Tisch ist, finde ich schon, dass ich ordentlich was für mein Geld bekommen habe. Es fühlt sich toll an. Man muss halt wirklich, wenn man den Adventskalender kauft, wissen, und dafür sind ja die Videos ja auch echt für euch ganz gut, ne? Dass wir hier auch wirklich Beauty-Produkte drin enthalten haben. Das ist nicht jedermanns Sache. Manche sagen, Mensch, ich möchte aber eigentlich einen Food-Adventskalender. Der ist jetzt kein reiner Food-Adventskalender, ne? Genau. Aber ich finde ihn schön. Ich finde, wir haben hier auch einfach mal ein paar andere Sachen drin, ein paar Anregungen und so. Und das gefällt mir, ne? Wie findet ihr das hier so? Also den Adventskalender. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich setze euch auch einen Link dazu in die Infobox. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.